So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara. Schön auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ich freue mich. Beim letzten Mal haben wir ja folgendermaßen ein bisschen Linksbums gemacht. Das bedeutet, ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen, ein bisschen abgrasen werde. Das bedeutet, ich habe hier einige Orangensaft etc. etc. Das bedeutet, ich habe alles gemacht, was man hier so machen kann. Von daher müsste ich jetzt auch mal in die Stadt. Vor allem brauche ich neue Saatgut und so ein Kram. Das kann ich leider nicht selbst erstellen. Von daher würde ich mal sagen, fangen wir mal weiter. Gehen wir mal wieder in die Stadt. Da müssen wir Richtung Norden. Jo, gucken wir mal. Naja, auf jeden Fall habe ich richtig Lust. Und wollte euch natürlich dementsprechend nicht sitzen lassen. So, Sekunde. Jo, auf jeden Fall, wie gesagt, in der heutigen, Folge laufen wir wieder ein bisschen in Quelles herum. Das bedeutet so viel wie, ich werde da einige Organisationen machen und ich werde mir auf jeden Fall, so viel wie ich kann handeln. Und so viel wie möglich natürlich. Das ist ja klar. Von daher muss ich mal gucken, was ich alles so machen kann. Ne, Koa. Kriegen wir hin, Mädchen. Wunderbar. So, das habe ich. Das habe ich. Der Rest muss ich weiter mit Koa machen. Und ich muss noch einen aufgegessenen Apfelgrotzen finden, damit ich auch richtig, die Aufgabe des Recyclens fertig machen kann. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Jo, ich weiß nicht, ob es hier irgendwo was gibt, aber okay, wir brauchen einen besseren Hammer. Dünger nehme ich. Na gut. Finde ich es immer ein bisschen komisch, dass man das machen kann, aber ist okay. Ist okay. Ich finde es so schade. Oh, Bonbon. Und ein Ei. Nein, brauche ich nicht. Da vorne liegt Müll. Ah, das ist aber nicht der richtige Müll. Ich brauche auf jeden Fall einen aufgegessenen Apfel. Ansonsten. Ja, schade. Na gut. Kriege ich aber hin. Ich denke mal, die Stadt lebt so ein bisschen. Das bedeutet, dass ich hier einige Sachen einfach wieder erneuern und so ein Kram. Natürlich ganz lustig. Ich muss mal gucken. Ich habe so das Gefühl, dass es doch jetzt relativ leise ist. Warte mal. Bist du ein wilder Hund? Ja, Hundi. Oh, den kann man streicheln. Oh, wie cool ist das denn? Das ist super. Oh, super. Super, ich freue mich richtig. Oh, heute ist wieder ein richtig warmes Wetter. Ich bin einigermaßen froh, dass ich das Fenster aufmachen konnte. Da müsst ihr jetzt leider mit leben, lieber ihr Süßen.
Liegt einfach daran, dass ich mit zunehmendem Fenster und dem Greenscreen im Hintergrund wird mir das für die Tage aktuell einfach ein bisschen zu warm. Und von daher müsst ihr damit leben, dass die Straßengeräusche des offenen Fensters natürlich mit in der Aufnahme drin sind, weil ich ja jetzt kein explizites Studio oder so, so habe. Und von daher muss ich einfach mal gucken, was ich sonst so abkriege. Ich habe auch ganz viel Orangensaft und so einen Fruchtsaft und so einen Kram gemacht. Es war gar nicht so kompliziert. Ah, vielen Dank, Hoa. Mal sehen, was mein Onkel dazu sagt. Bitteschön. Komm vorbei, wenn du eins meiner Gerichte probieren möchtest. Brrr. Okay. Okay, mit in das kriege ich hin. Ist aber... Kann ich das irgendwie... Ich spreche mit Onzo für den nächsten Auftrag. Ich will mit der Hauptstory noch nicht so viel weitermachen. Hier liegt noch Müll rum. Ja, ich habe den Apfelkrotzen fertig. Supi. Supi dupi, das ist schön. Und hier liegt wieder Müll, das ist soweit auch okay. Ich kann auch hier die Sachen wieder benutzen. So, es ist schon Abend, das bedeutet, ich schlafe jetzt einfach mal im Boot. Dann natürlich das Boot verlassen. Ich habe mich da jetzt nicht ganz so gut erholt, das ist eigentlich schade. Na gut. Mit dem spreche ich. Hier, ich habe den Müll aufgesammelt. Sehr gut, gute Arbeit. Zuerst wirfst du ihn hinein und dann... Das System funktioniert. Das ist die einzig saubere Art und Weise, Müll loszuwerden. Das ist großartig. Du kannst bei dir zu Hause auch einen Mülleimer aufstellen. Zu einem fairen Preis. Wie fair? Sehr fair. Du kannst ihn im Laden kaufen und dann in der Nähe deines Hauses aufstellen. Hm, in Ordnung. Super, du hast ein neues Bauelement. Papierkorb. Das ist super, den kann ich vielleicht sogar selbst bauen. Muss ich mal gucken. Okay, mit denen muss ich sprechen für einen neuen, für den nächsten Auftrag. Allerdings will ich gucken, ob ich da irgendwas verkaufen kann. So, erstmal muss ich etwas verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Von denen habe ich 25. 25. Steine habe ich mehr als genug. Ich habe bis jetzt noch keinen Händler gefunden, der mir mehr als 2 Gold dafür gibt. Na gut, kann ich aber nichts weiter machen. Mais, Rüben und so ein Kram. Ich würde ja alles... Den Orangensaft habe ich schon gemacht zum Verkaufen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ist gleich erst offen. Ich will mal gucken, ob ich bei dem irgendwas verkaufen kann. So, den Saft habe ich. Aber ich könnte ja mit der Oma jetzt nochmal im Leuchtturm sprechen. Mit der anderen Omi. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann kann ich hier ein bisschen weitermachen. Und hier will ich nochmal... Und so, wie geht's dir? Ich habe gerade etwas Neues über Vögel aufgeschrieben. Was meinst du damit? Laut meinem Tagebuch sind Möwen ziemlich traurige Kreaturen. Aber wenn ich sie mir anschaue, sehe ich einfach nur wunderschöne Tiere. Sie glänzen, wenn das Sonnenlicht sie trifft, aber sie scheinen immer zu lachen. Also habe ich diese neue Perspektive aufgeschrieben. Je mehr Perspektiven, desto besser. Brauchst du etwas? Was isst du da? Meinst du diese Kerne? Das sind Sonnenblumenkerne. Wow, wachsen aus ihnen Sonnenblumen, wenn man sie anpflanzt? Ja, aber laut meinem Tagebuch sind diese Blumen nicht sehr hübsch. Möchtest du trotzdem ein paar haben? Ja, vielleicht hättest du so weitere Perspektiven für dein Tagebuch. In Ordnung, hier hast du sie. Aber bring mir dafür ein paar Sonnenblumen. Alles klar, super. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Honig. Boah, super. Oh, der will Fisch haben. Das ist eigentlich ganz gut. Ich kann ihm eine Fischsuppe verkaufen. Der will bestimmt auch
die Fischbüßchen haben, die ich hier gemacht habe, ne? Nee, will er nicht. Na gut. So. Handeln. Du handelst mit Fisch. Du willst auch... Du zahlst auch gut für Fisch. Aber für meine Grillspießchen zahlt keiner so viel. Also die Grillspießchen selbst sind schon in Ordnung. Das ist es nicht, aber... die haben keinen Stern. Die habe ich nämlich extra gemacht, um die zu verkaufen, weil ich mir schon gedacht habe, dass die gut Geld geben. Ich wollte eigentlich zu Oma schon weiter, aber ich gehe jetzt trotzdem noch mal hier runter, wenn ich schon mal da bin. Handeln, Papierkorb. Der will natürlich, oh, Fische will er auch haben. Tintenfische. Ich könnte natürlich gucken, ob ich irgendwem die Muscheln verkaufen kann. Irgendwie will keiner von mir richtig Essen haben. Schade. Na gut, kein Problem. Behalte ich das Essen eben für mich. So, jetzt will ich aber wirklich mal zu Oma. Saimi. Okay. Mache mit Auftrag für... Spreche mit Nuo für den nächsten Auftrag. Den kann ich vielleicht doch schon mal annehmen. Ah, die Stadt ist viel zu groß dafür, dass es... Da muss man schon echt einen Tag oder zwei Tage wegbleiben. Du bist wirklich gut mit der Angel. Du erinnerst mich an mich selbst in jüngeren Jahren. Unerfahren, aber voller Potenzial. Einmal habe ich einen riesigen, funkelnden, orangefarbenen Fisch gefangen. Er war wunderschön. Wir haben ihn zurück ins Meer gesetzt. Caleb hatte Mitleid mit ihm. Ich hatte sogar Angst vor dem Fisch, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass er sich an uns erinnert, wo immer er auch sein mag. Vielleicht wächst er immer noch. Wenn er eines Tages groß genug sein sollte, um die gesamte Insel zu verschlingen, hoffe ich, dass er uns verschont. Das wäre wirklich nett von ihm. Das stimmt. Es gibt bestimmt einen Grund, warum du mir diese Geschichte erzählst, oder? Ah, richtig. Ich könnte dir helfen, eine wirklich nützliche Angelausrüstung zusammenzustellen, wenn du darin interessiert sein solltest. Und was willst du als Gegenleistung? Ich brauche ein paar Barren Silber. Ich arbeite gerade an einer Reihe versilberter Souvenirs aus Mara. Wunderschön. Touristen werden sie lieben. Welche Touristen? Die werden schon kommen. Ja, gut. Ich würde sagen, Silber ist die Sache, die wir nicht wirklich kriegen. Aktuell zumindest. Vielleicht wird das später noch. Ich habe ja auch keine großen Materialien. Ich habe hier Kohle. Ich habe hier Metall. Harz, Stein, aber das war es auch schon. Und natürlich viele mehrere Sachen. Na, Hundi. Hier, komm, ess was. Ja, wer ist ein braver Hund? Du bist ein braver Hund, ne? Supi, ich werde einen Gitarristen. Ja, das kennen wir ja schon alles. Die wichtigste Sache im Leben ist es zu lernen, wie man reich wird. So wie der Bankier in der Stadt. Eines Tages wird er ein großer Matrose werden. Ich will ein Pirat sein. Ja, ist schon lustig. So, aber bevor meine Energie jetzt auseinander geht. Ja, die Leute, die laufen hier überall herum, aber so richtig. Die sind immer noch nicht da. Mann, neben Mülleimer ist es doch unglaublich. Muss erst die kleine Koa kommen und das alles aufräumen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist gar nicht okay. So. Kann ich da eintreten? Raus mit dir, Kind. Du vergraulst mir die Kunden. Och, Drecksack. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. So, wollen wir das Zeug mal wiederverwerten. Bitteschön, Herr Frosch. Schön ist, so Mülltonnen hätte ich auch gerne im echten Leben, so im Park oder so, wenn du da Müll reinwirfst, dass die dann einfach Danke sagen oder so. Ich glaube, das würde richtig lustig werden. So, hier gibt es noch ein paar Sachen, die ich abgrasen kann. Kann ich hier auch angeln? Okay, die Musik erinnert mich jetzt sehr stark an Dayland. Wenn mich der Bram besuchen kam, als wir noch mit Arco auf Dayland unterwegs waren.
So, wunderbar. Suppi, suppi, suppi. Ich freue mich, ich bin die kleine Koa und freue mich so sehr. Und freue mich so sehr. So, die Blüten nehme ich mal mit. Gibt es bestimmt irgendwas? Warum eigentlich nicht? Was haben wir hier? Na Popo. Ah, hier kann ich den Tank auffrischen. Okay, ich habe den Tank aufgefüllt. Oh, super. Ich finde es gut, dass es hier auch noch einen Tank gibt, den ich auffüllen kann. Dann habe ich keine Probleme, wenn mein Tank zum Beispiel nicht ausreichen sollte, um wieder zurückzufahren auf meine Insel. Spiegelei. Lecker. Generell sollte ich hier vielleicht mehr kochen und weniger Rohmaterialien essen. So, einiges an Müll. Ja, weil jetzt finde ich Müll. Jetzt finde ich ohne Ende Müll. Eben als ich beim letzten Mal, als ich gesucht habe, war das nicht so super. Hallo Bom! Eichhörnchen! Eichhörnchen! Supi. Mann, das ist aber ganz schön aufdringlich. Ganz schön aufdringlich, die Kleinen. Muss man aber sagen. Ah, da komme ich nicht vorbei. Okay. So, Spiegelei gibt 2,5 bis 3. Das ist ordentlich was wert, ne? Das ist, die Fischsuppe ist richtig teuer. So, trinke ich mal ein Schlückchen Brombeersaft. Gute Idee. Na cool, allgemeine Saftpause. Das muss manchmal sein. Wunderbar. So, das gab jetzt nur Steine. Okay. Ist jetzt nicht ganz so optimal, aber na gut. So, will ich mal gucken, ob ich es schaffe, hier irgendwie zum Leuchtturm hochzukommen. Die ist noch nicht da. Ist aber... Was? Was ist das? Nein, da wollte ich... Eigentlich wollte ich da nicht hin. Ich wollte zur alten Dame. Na gut. Na gut. Angeln? Ja, so viel zum Thema. Ich wollte die arme alte Dame im Leuchtturm besuchen. Na gut. Na komm. Kriegen wir es hin? Wunderbar. Oh nein, ich habe keine Köder zum Fischen. Das ist nicht so super. Naja, kannst du wenigstens das Zeug noch mitnehmen. So, ich möchte aber auf jeden Fall noch... Ah, ich möchte alles mitnehmen. Ich möchte hier eigentlich nichts liegen lassen. Aber auf der anderen Seite habe ich so viel von dem Kram, dass ich es nicht wirklich brauche. Von daher gehen wir einfach mal hoch. So, nehmen wir noch ein paar Beeren mit. Die Beeren sind nicht zu verehren. Und ein Apfel. Oh, super. So, und natürlich. Eine Honigbiene haben wir gefunden. Und eine Blume. Das ist schön. So, eintreten. Ist dies die Blume, die du wolltest? Oh ja, das ist eine von Hakus Blumen. Siehst du? Ich bin ihre Enkelin. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass du ihre Enkelin bist, aber du kanntest sie mit Sicherheit. Was kann ich für dich tun, meine Kleine? Lass mich nachdenken. Ich habe meine Insel nie zuvor verlassen. Ich möchte ganz Mara bereisen. Dann wirst du eine Karte brauchen. Es ist lange her, dass ich eine gezeichnet habe, aber ich kann es versuchen. Oh, bitte, ich möchte jeden Winkel des Meeres erkunden.
Du hast den gleichen Abenteuergeist in dir wie Haku. Nein, Jaja hat mich nie reisen lassen. Du warst jung und sie hat sich um dich gekümmert. Ich brauche etwas Papier und Tinte, um eine Karte anzufertigen. Ich habe nicht mehr genug. In dem großen Anwesen aus Marmor dort drüben wohnt ein Antiquar. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde mit ihm reden. Super, super. Und ich bin natürlich... So, Brombeersaft. Wunderbar. Das mache ich aber im nächsten... Jetzt muss ich eigentlich nur noch runter. Wir werden hier einfach mal abkürzen. Wir werden ja abkürzen. Kleine Verbrauch kann schon viel Energie, aber ich habe das Gefühl, wenn ich eigene Sachen esse, also gekochte Sachen, dann vergeht die Energie nicht so schnell. Da oben ist eine Eule, ein kleiner Uhu. Hallo Uhu. So. Jetzt aber so schnell wie möglich wieder nach... Na, ich weiß nicht. Will ich ins Hotel? Das Hotel erholt sich meine Energie natürlich sehr gut. Ich habe so das Gefühl, in der Stadt habe ich echt Probleme. Und kriege meine Energie nicht gebacken. Klingt jetzt doof, aber ist wirklich so. Guck mal, wie schnell die Energie runtergeht. Wenn ich auf normalem Boden laufe, ist nix. Ist das alles super. So, ja komm, schlafen wir mal im Hotel. Dann erholt sich unsere Energie auch richtig. Super. Und dann noch eine kleine... Ja, komm. Gut, ich habe nur Früchte dabei. Aber das ist in Ordnung. Das ist kein Problem. So, gehe zum großen Anwesen. Na gut, dann wollen wir mal. Vielleicht sagt er uns irgendwas, was wir machen können oder was wir brauchen. Und dann könnten wir eigentlich auch schon langsam wieder abreisen. Weil so viel zu holen gibt es hier nicht mehr. Aber bevor ich jetzt wieder auf die Insel zurückfahre und mich dort ein bisschen offscreen mir die Zeit vertreibe, würde ich ganz gerne geschlossen, nur geöffnet zwischen 10 und 22 Uhr. Na gut, macht aber nichts, das kriegen wir ja hin. Stimmt's? Kann ich? Nee, hier runter will ich nicht. Ich dachte, ich könnte noch ein paar Äpfel oder so holen. Aber scheinbar nicht. Schade, dass man die Eichhörnchen nicht füttern kann. Hallo Eichhörnchen. Hase, Hase, Hase. Hobbel die Höhe, hobbel die Höhe, hobbel die Höhe. Okay, jetzt ist offen. Erstmal das Blumenfeld mitnehmen. Ja, da bestimmt jemand hingepflanzt. Da kommt die kleine Kuh vorbei und krallt die sich. Handeln. Papier, Fernglas, Libelle. Wer ist da? Ich bin Koa. Ich kenne keine Koa. Ich bin Aquila. Ein Adliger der Elit. Wer schickt dich? Saimi, die Dame des Leuchtturms. Sie braucht etwas Papier. Perfekt, dann bist du bei mir genau richtig. Aber alles hat seinen Preis, kleines Wesen. Hast du genug Geld? Besorg dir ein paar Münzen, um Papier von Aquila dem Elit zu kaufen. Boah. Ist das gemein. Hallo, Koa. Hallo. Wie geht es mit deinem Tagebuch voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Laut meinem Tagebuch ist der Mann in dem Anwesen ein zwielichtiger Bursche. Sei vorsichtig. Ja, sicher. Die Sache ist nur, ich brauche Papier und das ist sehr teuer. Ich werde dir helfen. Wirklich? Natürlich. Ich bin dein Mentor. Hast du das vergessen? Ein guter Abenteurer sollte wissen, wie man sein eigenes Papier herstellt. Toll! Willst du mir verraten, wie? Du musst diesen Baum anpflanzen und sein Harz ernten. Da musst du nur das Rezept befolgen. Ich habe es schon vor Jahren in meinem Tagebuch aufgeschrieben. Verrät das Rezept auch, wie man Tinte herstellt? Nein. Ach, wie schade. Aber ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Wer, wer? Edigan, der Bankier. Oh, dieser Langweiler. Mit dem komme ich nicht so gut klar.
Das ist verständlich, aber ich bin mir sicher, dass du ihn für dich begeistern kannst. Großartig. Zuerst sollte ich das Papier herstellen. Die Tinte hole ich danach. Pinienkerne. Du hast ein neues Rezept. Stelle Papier mit Hilfe von Onzos Rezept in der Werkstatt her. Super. Alles klar, ich wusste, dass es da irgendwie, weil 3800 für ein Stück Papier, selbst für ein Pergamentpapier, ist das sehr teuer. Na gut, kleine Koa, wir sind... Hat der Hase gerade versucht, gegen den Stein zu rennen? Ich hinterfrage es einfach nicht. So, hier steht irgendwas drauf und das kann ich nicht lesen. Ich spreche diese Sprache nicht. Ich kann diese Sprache und Hieroglyphen auch nicht entziffern. Aber wir wissen ja schon einigermaßen, wir kennen uns in der Stadt schon so ein bisschen aus. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. So, aber wir müssen noch hier, wir müssen hier noch ein bisschen... ich wollte auf jeden Fall noch meine Sachen verkaufen. Bis auf die Orangen. Also nicht alles, aber ein paar Sachen. Hundi! Brava Hundi. Also ein braver Wauwaus. So, ich gehe nochmal zum Markt. Ich gehe nochmal komplett zum Markt. Da unten habe ich ja schon größtenteils ein paar Sachen gekauft. Jetzt will ich nochmal hier hoch. Und will einfach mal gucken, was ich alles so verkaufen kann. Dann kann ich mir nämlich auch ein paar Saatgutsachen mitnehmen. Und beim nächsten Mal kann ich mit vollem Rucksack wieder hierher kommen. Das macht nämlich, glaube ich, den Handel der Insel aus. Habe ich mich verlaufen? Und das wäre ärgerlich. Ich finde es sehr schade, dass man hier nicht sieht, wo man selbst ist. Das sieht man hier leider nicht. Okay, das ist der Schrein, das ist irgendwie, das ist dieser Emi. Ich bin hier im Park. In der Nähe von der Saimi. Das bedeutet, die Philly müsste hier in der Nähe sein. Ja, ja. Das ist ein Wal. Okay. Ganz vorsichtig. Wollen ja nirgends. Super. Na, da hat das doch geklappt. Wunderbar. Hier gibt es sonst nichts. Das ist schön. So, dann will ich hier nochmal gucken, was ich bei den Händlern mir so abholen kann. Handeln. Paprika. Warum eigentlich nicht? Warte mal, du willst... Willst du meinen Salat kaufen? Okay, den Salat kann ich komplett verkaufen. Die Zwiebel kriegst du die Hälfte. Orangen behalte ich selbst nochmal 5 Stück für mich. Oder 4, das ist auch okay. Kartoffeln kannst du haben. Den Mais davon kriegst du ein bisschen mehr als die Hälfte. Äpfel behalte ich, die sind nicht für dich. Die kannst du eigentlich fast alle haben. Ich habe bis jetzt hier noch keinen gesehen, der jetzt irgendwie so besondere Sachen haben will. Von daher, Seil behalte ich mal. Bienenkönigin. Tulpe. So. Was kann die mir denn noch verkaufen? Den Fruchtsaft komplett. Die Fischspießchen auch alle. Die habe ich ja zum Verkaufen da reingesetzt. Den Octopops auch. Glasaugen. Glasaugenbarsch. Spiegelei kann weg. Die Muscheln können weg. So, und jetzt kann ich mir nochmal bei dem... Weizen, Kartoffelsamen. Wie gesagt, ich kaufe jetzt einfach mal alles leer. Dann kann ich beim nächsten Mal richtig
Super. Kann ich noch... Wunderbar. So, jetzt habe ich keine Münzen mehr. Habe meine Münzen hier gelassen. Habe meine Münzen hier auch verdient. Und dann kann ich für die nächste... Kann ich die nächste Aufnahme vorbereiten und kann einfach mal in der Stadt alles ein bisschen machen. Stelle Hilfe, Papier. Okay, okay, okay. Spreche mit Caleb für den nächsten Auftrag. Ich glaube, das werde ich... Ich werde hier so viele Aufträge noch mitnehmen, wie ich kann. Dann kann ich mal gucken, ob ich da irgendwas herstellen oder vorbereiten muss. Wir sind jetzt schon bei 30 Minuten angelangt. Machen wir ein paar Minuten länger. Das tut ja jetzt nicht weh. Von daher passt das schon. So, Caleb, mein Lieber. Chor, ich brauche ein Modellboot. Was ist das? Ein sehr kleines Boot. Mein liebstes Hobby. Aquila hat einige Modellboote. Das ist der Elit, der in dem Anwesen wohnt. Kannst du mir eins besorgen? Natürlich, ich kann ihn danach fragen. Alles klar, mache ich aber später. Aufträge von Chor, das wissen wir. Mache weiter mit den Aufträgen von Chor. Baren Silber und bringen dem die Sonnenblumen. Okay. Ich würde sagen, wir haben hier alles gemacht, was wir können. Haben wir noch irgendwas zum Recyceln? Bitteschön. Ja, ich würde sagen, das reicht. So, 17 Uhr. Das passt eigentlich. Und dann können wir wieder zurück nach Hause fahren. Und in der nächsten Folge würde ich dann einfach sagen, jo, hab ein bisschen was zu tun. Das bedeutet, ich werde Saatgut erstmal einpflanzen und es dann abernten und solche Sachen einfach. Und werde dann einfach ein paar Sachen angeln und so weiter und so fort. Papier herstellen und den ganzen Kram und ganz viele Gerichte kochen, so viel wie ich kann, dass ich beim nächsten Mal wieder Geld verdienen kann. Okay, das ist perfekt eingeparkt. Wunderbar. So, Dekor und der Graf sagen Tschüss. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Thank you.